Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein heutiges Sorgenkind ist ein, ja, der Kameramann lacht sich schon eine Wurst ab hier. Mein heutiges Sorgenkind ist dieser Audi A8 aus dem Baujahr 2010. Ist Modell D3 müsste das sein. Verbaut ist ein 3 Liter 6 Zylinder Motor, und zwar der ASB mit dem 6 HP19 Automatikgetriebe. Ist ein 6-Gange Automatikgetriebe von ZF. Ja, und die Kiste hat folgende Probleme, und zwar schaltet der vom zweiten in den dritten sehr, sehr ruppig, hat manchmal Schaltverzögerungen, die Kupplungen schleifen so ein bisschen, der Rückwärtsgang geht nicht richtig rein, obwohl, ja, er geht rein, nur beim Rückwärtsfahren springt er raus, wenn man kurz anbremst. All diese Probleme macht das Fahrzeug. Ich habe das Auto schon vorher mir mal von unten angeschaut und habe gemerkt, dass das Getriebe Öl verliert, irgendwo ist da eine Leckage. Heute werde ich das Auto nochmal auf die Auffahrrampen auffahren, gucken, wo die Undichtigkeit ist, weil, wie gesagt, das ganze Getriebe von vorne, vom Wandler kommend, nach hinten hinweg nass ist, und das Ganze schauen wir uns jetzt gemeinsam mal an. So, der Chris von Brain X, der liegt jetzt unterm Auto und der zeigt euch jetzt mal, wo die Leckagen sich befinden. Unterm Auto angekommen, sieht man hier schon mal, dass das gesamte Getriebe hier komplett nass ist, und zwar im unteren Bereich, auch hier diese Querstrebe, die für die Halterung dient, für den Unterfahrschutz, alles komplett nass. Meine Sorge war natürlich, dass hoffentlich hier dieser Übergang vom Getriebe zum Motor, da wo sich der Wandler befindet, dass es da nicht nass ist, aber da sieht man es ja komplett trocken, weil innen drin ist so ein Wellendicht-Simmerring. Und wenn der durch ist, dann steht das Öl auch meistens hier drin und tropft da unten über die Dichtung raus. Das ist jetzt hier bei dem Getriebe nicht der Fall. Also Glück gehabt, das ganze Getriebe muss nicht raus. Ich habe jetzt rausgefunden, ich versuche es euch mal zu zeigen. Da ist hier der Stecker, den habe ich schon abgezogen. Hier ist das Typenschild. Und ab dieser Stelle hier, wo letzten Endes diese Buchse ist, ich gehe davon aus, dass diese Buchse hier undicht ist, weil wenn ich da mit dem Finger drüber fahre, seht ihr, wie das Öl da steht und trieft, und die lässt sich auch so ein bisschen hin und her bewegen. Das sieht man auf dem Video jetzt nicht so gut. Auf jeden Fall ist diese hier ja mit so einem Metall-U-Stück festgemacht, und innen drin sind so zwei Gummiohrringe. Die werden gerne mal undicht bei den 6 HP 19 und 6 HP 26 getrieben. Ist bei BMW der Fall, genauso wie bei Audi. Wie gesagt, den Stecker habe ich schon mal abgezogen. Und ja, ich vermute, dass das Öl hier rauskommt, und wie man sieht, ist die ganze Ölwanne komplett ringsrum komplett nass. Das Öl verteilt sich hier überall durch den Fahrtwind und die Verwirbelung, also komplett süffig alles. Ich werde das alles mal sauber machen und dann mal eine Runde fahren und gucken, wo das Öl jetzt definitiv rausläuft, ob wirklich die Dichtung hier vielleicht auch undicht ist, wahrscheinlich auch wirklich diese Ohrringe da von dieser Buchse. Und wenn ich euch das Ganze mal hier, oh, scheiße, ist das eng hier, zeige, dann seht ihr wirklich, dass ab diesem Zeitpunkt hier, da wo wirklich dieser Stecker ist, da nach hinten alles undicht ist, bis zur Mitte, bis zu dieser Strebe, die hier die unteren Querlenker fixiert oder die Radaufhängung, und ab da, wo der Öleinfüllstutzen ist, ist das Getriebe komplett furztrocken. Das heißt, die Undichtigkeit kommt von dort vorne und wird mit dem Fahrtwind verteilt. Versuch mal hier die Schärfe zu ziehen. Na, wird's denn bald scharf? Na, komm schon. Und ihr seht es hier, das ganze Getriebe ist komplett nass, deshalb, wie gesagt, führt kein Weg dran vorbei, hier das alles mal zu zerlegen und ja, letzten Endes die Strebe raus, dann die Ölwanne Öl ablassen. Die Ölablassschraube ist übrigens da vorne, das Öl dann rauszulassen, die Ölwanne abzunehmen, die Multitronik vielleicht abzubauen. Das alles aber im nächsten Video. Jetzt erstmal möchte ich gucken, wo genau diese Undichtigkeit herkommt. Und ja, auch wenn ich dort hineingehe, ja, zieht sich das Öl bis nach oben. Aber wie gesagt, ich glaube wirklich nur, dass es hier an dieser Buchse liegt oder eine Undichtigkeit der Ölwanne ist und nichts Größeres. So, hoffen wir mal. Gut, das war es jetzt erstmal soweit. Ich werde das Ganze jetzt erstmal mit Bremsenreiniger reinigen, werde diese Strebe hier vielleicht auch noch demontieren, damit ich da besser rankomme. Die lasse ich erstmal dran, weil das im Prinzip nur die Strebe für den Unterfahrschutz ist. Letzten Endes, ihr seht ja hier diese Audi-Halterung, die ich liebe wie die Pest. Das ist das größte Scheiß, den die je gemacht haben mit dieser halben Umdrehungsbefestigung.
Die werde ich auch irgendwann mal hier komplett umtauschen gegen welche mit Gewinde drin. Schön fett auf das Gewinde, dass die Dinger nicht festrosten über den Winter. Ja, und so sieht das Ganze aus. Was mich nur ein bisschen wundert, ist, dass hier die Pendelstütze, die zu den Pendellagern drüber geht, dass die hier auch komplett nass ist. Obwohl es beim Getriebe da hinten, ihr seht, wo es angeflanscht ist am Motor, alles trocken ist. Also das wundert mich, dass das hier komplett nass ist an der Pendelstütze. Ne? So Leute, ich habe mir jetzt hier einfach so einen Karton hier unten drunter gelegt, damit ich den ganzen Boden hier nicht einsau. Einmal Bremsenreiniger, keine Ahnung, Werbung will ich hier nicht machen. Und jetzt werde ich das ganze Getriebe hier mal, wo es nass ist, komplett hier einsprühen. Am besten wäre jetzt sogar noch ein Pinsel, um das Ganze mit dem Pinsel hier sauber zu machen. Habe ich jetzt nicht zur Hand. Aber ich sprühe es jetzt erstmal hier so komplett ein. Und nehme mir dann einen Lappen. Und werde das Ganze hier so ein bisschen mit dem Lappen sauber putzen. Das sollte auch funktionieren. Und dann werden wir mal eine Probefahrt machen und schauen, wo das Öl richtig rauskommt oder wo die Undichtigkeit ist. Oder vielleicht das Auto einfach nur so in den Stand mal laufen lassen und schauen, was da Sache ist. Ja, meine lieben Freunde, nachdem ich das Ganze hier so ein bisschen sauber gemacht habe, seht ihr das schon, ich versuche mir das mit dem Schraubenzieher zu zeigen. Hier ist halt diese Metallspange, die letzten Endes, das ist einfach nur so ein U, die geht auch noch nach innen weg, ist wahrscheinlich dann entweder über die Dichtung hier angepresst oder innen drin ist nochmal eine Schraube, die das Ganze fixiert. Und ich vermute halt einfach, dass das Öl hier, wenn da Druck drauf ist, oder das Öl warm ist, da sind so zwei Gummiohrringe, dass es da halt undicht ist. Jetzt sieht man das schön, wenn es sauber ist. Und ja, die Buchse sitzt eigentlich fest. Es kann aber auch sein, dass es die Dichtung ist, die man hier sieht. Ich zeige es euch mal mit dem Schraubenzieher. Hier das Gelbe, das ist die Dichtung. Kann auch sein, dass die da langsam morsch ist. Wo die Undichtigkeit jetzt wirklich ist, wird sich dann letzten Endes zeigen, wenn man das Ganze mal zerlegt hat und sich angeschaut hat im Detail. Wie gesagt, sauber gemacht habe ich hier jetzt vor allem diesen Kühlkörper hier schon mal, wo die Antriebswellen rausgehen vom Getriebe. Jetzt werde ich noch die ganze Ölwanne hier mal sauber machen. Und was ich auch auf jeden Fall machen werde, ist, diese Schrauben hier zu kontrollieren, ob die auch noch fest sind. Es kann sein, dass sie sich vielleicht gelockert haben oder vielleicht jemand beim letzten Ölwechsel, Getriebeölwechsel, die nicht fest genug angezogen hat. Alles möglich. Also wie gesagt, wenn man so ein gebrauchtes Auto kauft oder hat, wo man selber nicht kennt, was dran gemacht worden ist, kann man eigentlich nichts ausschließen. Da muss man wirklich jeder Sache auf den Grund gehen. Ja, und wie gesagt, die werde ich mal versuchen zu lockern und anzuziehen. Jetzt bin ich mal eine Woche gefahren mit dem Fahrzeug, habe das wieder auf die Auffahrrampen drauf gefahren, habe den Unterfahrschutz abgenommen und werde mir mal anschauen, ob man irgendwo sehen kann, wo das Getriebe das Öl verliert, wo diese Leckage oder diese Undichtigkeit ist. Und dazu nehme ich euch jetzt mit und das Auto. Also auf geht's. Was ich als erstes sofort geprüft habe, ist ja, ob wieder frisches Öl in dieser, ja, in diesem Unterfahrschutz sich befindet. So sieht das gute Stück hier aus. Da könnt ihr das mal sehen. Und dazu nehme ich ganz einfach meinen Finger und fahre hier mal lang. Ich ziehe mal die Schärfe, damit ihr da auch was seht. Und wenn man da drauf rumfährt, sieht man alles voller Öl. Man kann auch hier so rüberfahren und dann kann man den Bereich eingrenzen, wo er das Öl jetzt letzten Endes verliert. Also hier ist überall das Öl in diesem Bereich. Dann kann man schauen, da sind die Schrauben. Hier hinten auch alles voller Öl, wie man sieht. Ja, und da verliert er letzten Endes das Getriebeöl. Ich vermute mal, dass es das Getriebeöl ist, aber wie gesagt, kann natürlich auch eine andere Flüssigkeit sein, kann natürlich auch die Servolenkungsflüssigkeit sein, wenn das Lenkgetriebe spinnt oder irgendwo undicht ist, kann alles mögliche sein, aber Vermutung ist erstmal beim Getriebeöl, weil das ja auch komplett nass war, die Ölwanne. Wir legen uns jetzt mal unter das Auto und schauen uns mal die Ölwanne unten an, ob die trocken ist, ob sie nass ist, wie beim letzten Mal. Unterm Auto angekommen sehen wir ja hier im Prinzip diese ganzen Kühlrippen,
alles immer noch schön trocken. Was mir auffällt ist, dass es hier ganz leicht nass ist. Das Kabel ist hier trocken. Dann haben wir hier unsere Pendelstützen. Hier geht, wie gesagt, dieses Pendelrohr lang, was damals auch komplett nass war. Und gehen wir mit dem Finger drüber. Jawohl, es ist auch diesmal wieder nass. Wird wahrscheinlich der Fall sein, dass der Unterfahrschutz sich mit dem Öl komplett zusaugt und durch den Fahrtwind das hier gegen tätscht oder sich verwirbelt und dann, hier seht ihr es, Finger ist voller Öl. Denn wenn ich da reinschaue, in den Spalt da rein, da sieht das da trocken aus. Also von da kann das Öl von da oben nirgendwo herkommen. Das schaut alles gut aus. Und wie gesagt, wir gucken uns das jetzt mal hier weiterhin an. Ich sehe hier, ist das Getriebe auch wieder nass. Vermute mal, dass es wirklich auch wieder, wenn das Öl irgendwo rausläuft, raustropft, dass es durch den Unterfahrschutz, durch die Verwirbelung, durch diesen Wind, Fahrtwind von diesem Unterfahrschutz dann gegen das Getriebe geschleudert wird, das Öl. Wir gucken uns jetzt mal hier diesen Stecker an. Den nehme ich mal mit euch jetzt zusammen ab. So, wir ziehen nochmal hier Schärfe, jawohl. Wir gucken mal, ob der nass ist innen drin oder nicht. Der schaut wirklich, ja, Schärfe mal wieder. Der schaut innen drin wirklich trocken aus. Ich schiebe den mal da hinten rein beiseite, dass er hier nicht stört. Schärfe, jetzt gehen wir mal mit dem Finger da rein. Gucken, ob da Öl drin steht. Nein, es steht kein Öl drin. Gehen wir mit der anderen Hand, mit dem kleinen Finger vielleicht mal da rein. Steht da Öl? Sieht nicht so aus. Also nass ist es nicht da drinnen. Jetzt gehe ich mal hier drüber. Leicht feucht. Aber was mir sofort auffällt ist, diese Spange ist hier komplett nass. Da, wenn ich mit dem Finger lang gehe, hier steht das Öl, da ist das Öl drauf und gehen mal hier an der Ölwanne lang. Auch nass, aber nicht so, dass es irgendwie triefen würde. Und jetzt gehen wir dieses Kabel hier, wie gesagt, es kommt ja hier aus diesem Kabelstrang raus. Gehen wir dieses Kabel mal lang. Es ist trocken bis hierhin, ab hier wird es nass. Dann geht es hier rüber, da ist es noch befestigt. Und hier kann man bereits schon sehen, ja, auf jeden Fall sieht man hier halt, dass hier das Öl steht, im tiefsten Punkt, klar, logisch. Ich versuche mal auf den Finger scharf zu ziehen, wie ich geht das, bin ich zu nah dran. Jawohl, also wie gesagt, hier sieht man das, das ist im tiefsten Punkt des Kabels, weil es ja hier so runterhängt, gehen wir weiter weg, hier steht das Öl. Und es ist wirklich echt, es ist... Also meiner Meinung nach ist das Getriebeöl. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo ist dieses scheiß Getriebe undicht? Jetzt gehe ich mal hier hinten mit den Fingern lang. Okay, hier ist es auch nass. An der Kante vom Getriebe hier. Da ist es auf jeden Fall nass. Wir gehen jetzt mal hier unten rein. Schauen uns das mal an. Ah. Also da ist hier auch wieder alles komplett nass. Jetzt zwar nicht so krass wie beim ersten Video oder beim ersten Mal, als ich drunter lag, aber wir machen jetzt mal Folgendes, da ich ja sowieso die Schrauben hier wechseln möchte von diesem, ja, Querträger hier oder von diesem Stabilisationsträger zwischen den Aufhängungen und den Motorlagerböcken, Lager, Motorlagerung, wie auch immer, keine Ahnung, wie man die genau schimpft, werde ich auch hier diese Halterung mal abbauen. Dann habe ich einen besseren Zugang hier rein. Und ja, anschließend werde ich sowieso diese Schrauben hier tauschen und dann gucken wir uns das Getriebe gemeinsam nochmal an und ja, ich hoffe, ich kann es heute irgendwie rausfinden, wo diese scheiß Undichtigkeit herkommt, denn weiter oben vom Getriebe kann es nicht kommen. Die Vermutung, dass dieser Stecker hier undicht ist, bin ich jetzt auch nicht mehr der Meinung. Ich vermute mal, dass einfach hier die Dichtung, hier ist es nämlich komplett nass. Ja, da seitlich ist es komplett nass, das Getriebe, dass es da irgendwie die Ölwanddichtung ist oder was auch immer. Ich kann es euch nicht sagen, Leute, ganz genau
kann ich es euch nicht sagen, was es ist oder woher es kommt. Das Einzige, was mir jetzt überbleibt, ist einfach, wie gesagt, jetzt diese zwei Streben hier wieder abzubauen. Nochmal eine Runde zu alles wieder sauber zu machen, nochmal eine Runde zu fahren und dann nochmal zu schauen, wo eventuell das Öl austritt. Das ist die einzigste Möglichkeit, die ich jetzt hier habe, um zu prüfen, woran das jetzt hier liegt oder wo diese Leckage ist. Ja, denn ansonsten sieht das Getriebe wirklich sehr, sehr trocken aus. Oh, Licht einschalten. Jawohl, also, was mir aufgefallen ist, da vom Stecker her kommend, ist er hier oben komplett nass. Also muss wahrscheinlich die Undichtigkeit hier entlang an dieser Dichtungsfläche hier sein. Was anderes kann ich mir nicht erklären. Weil wie gesagt, wenn ihr mal im Motor reinschaut, hier vorne, da wo der Wandler hier in dem Bereich ist, ist alles trocken. Also da ist wirklich nichts. Und wo sieht man das? Hier hinten sieht man das vielleicht. Wackel. Hier dieses Teil mit diesem Gummifaltenbalken, mit dieser Manschette. Das ist, glaube ich, der Rückwärtsgang. Genau, das müsste der Hebel für den Rückwärtsgang hier sein. Und wenn ich auch hier komplett lang fahre, ihr seht es vielleicht schon, ich ziehe mal die Schärfe. Jawohl. Ihr seht da komplett nass. Ich vermute mal, dass einfach hier diese Ölwanddichtung komplett undicht ist auf dieser Seite. Schaut euch mal die Finger an, ja. Sie glänzen, sie sind nass. Auf meinem Bauch liegt hier so ein Lappen, damit ich die Finger hier immer wieder trocken bekomme. Ja, und jetzt gehen wir den Weg mal hier weiter, nach hinten. So, und jetzt gehen wir da mal lang. Schauen, was da ist. Ja, auch zum Teil nass. Ich werde das Ganze jetzt nochmal mit Bremsenreiniger schön sauber machen. Jetzt gucken wir mal hier auf der anderen Seite, auf der gegenüberliegenden Seite. Da sieht es trocken aus. Oh, jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. Hier. Trocken. Trocken, alles trocken. Also, ja, der nächste Weg wird jetzt sein, ich werde das Getriebe hier nochmal reinigen. Das ganze Getriebe reinigen. Also, wie gesagt, diese Dichtfläche hier reinigen, mit dem Bremsenreiniger alles schön sauber machen und danach werde ich das ganze Getriebe hier außenrum mit Mehl, kann man so ein Puder nehmen oder Mehl, Babypuder, was auch immer, es gibt so ein spezielles Puder, aber wozu, geht mit Mehl auch, werde ich das Ganze hier mal einpudern und dann eine Runde mit der Kiste fahren, dann wieder auf die Auffahrrampen drauf fahren und gucken, ob irgendwo das Puder ja weg ist, die Flüssigkeit austritt, sich mit dem Öl verbindet oder nicht. Und daran kann man natürlich auch feststellen, wo diese Undichtigkeit herkommen könnte. Zum Glück ist es jetzt halbwegs trocken draußen, also wie gesagt, werde ich das Ganze jetzt mal hier in Angriff nehmen. Es ist schon ziemlich spät, draußen ist es dunkel, es ist jetzt 20 Uhr. Ich habe das ganze Getriebe nochmal komplett sauber gemacht mit Bremsenreiniger. Ich habe es mit dem Kompressor sauber geblasen, weil es war sehr, sehr sandig und dreckig. Habe es picobello sauber gemacht und ihr seht hier überall so ja weißen Puder. Anschließend habe ich das ganze Getriebe eingepudert mit so einem speziellen weißen Puder. Wenn ihr kein weißes Puder habt, um irgendwo Undichtigkeiten ausfindig zu machen, dann könnt ihr auch einfach normales, handelsübliches Weizenmehl nehmen und den auch mit Weizenmehl einpudern. Hier seht ihr auch hier an der Ölablassschraube auch eingepudert, um zu sehen, ob das Ding undicht ist. Irgendwo hier auch an dem Stecker eingepudert. Alles dicht, alles Taco. Ich habe auch hier hinten über die Öleinfüllschraube 1 Liter Öl nachgefüllt, leider hatte ich nicht mehr Öl, also es hat ziemlich viel Öl gefehlt. Hier könnt ihr sehen, da steht sogar drauf, Öl, Messtemperatur, Stand müsst ihr messen bei 30 bis 50 Grad. Das heißt, ihr schraubt diese Schraube da hinten raus, dann lasst ihr den Motor laufen, wenn das Getriebeöl ungefähr zwischen 30 und 50 Grad hat, ich mache es meistens so auf 38 Grad, dann füllt ihr mit einer Pumpe oder mit so einer manuellen, dicken, großen Spritze oder was auch immer, wo 500 Milliliter ungefähr reinpassen oder sogar so ein Liter, müsst ihr mal schauen, verlinke euch die Dinger, drückt ihr da über einen Schlauch das Öl rein und zwar so lange, bis das Öl rausläuft. Wenn das Öl rausläuft,
Von alleine geht einer in die Fahrgastzelle und schaltet die Gänge, sprich den Parkgang ein für 6 Sekunden, dann in den Rückwärtsgang für 6 Sekunden, Neutralgang 6 Sekunden, D-Gang, also auf Drive 6 Sekunden, auf S 6 Sekunden und dann wieder komplett zurück, jeweils 6 Sekunden halten, könnt auch 10 Sekunden halten, ist völlig egal. Wie gesagt, schaltet einfach das Getriebe mal so durch, anschließend füllt ihr nochmal auf, bis das Getriebeöl rausläuft und dann sollte der Stand passen, Schraube rein, zudrehen das Ganze und genau das habe ich jetzt gemacht. Ich war jetzt auf der Autobahn, ich bin ungefähr 60, 70 Kilometer gefahren, habe den auch mal, 240 getreten, um Druck aufzubauen und jetzt liege ich, wie gesagt, wieder hier unten drunter und schaue mir mein Puder an, ob es irgendwo undicht ist, gehe hier überall an den Kanten mit den Fingern lang und es ist wirklich, wenn man mal hier Schärfe hätte, es ist wirklich überall furztrocken, kein Milligramm Öl und auch wie ihr vorhin gesehen habt, hier an diesem Kabel, war wirklich alles nass, das Ding war komplett nass. Hier hing überall Öl. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, hier wurde das Öl 200.000 Kilometer lang nicht gewechselt. Ich habe jetzt Öl nachgefüllt und zwar habe ich das TopTech 1800 genommen. Das ist die neueste Generation von Öl für diese 6HP19 Getriebe. Von Liquimolly habe ich das Öl genommen und was habe ich gemerkt? Das Getriebe schaltet extremst beschissen und ruppig. Das heißt, vom ersten in den zweiten ruckt es richtig, vom zweiten in den dritten ruckt es richtig, vom dritten in den vierten geht es super sauber, da merkt man gar nichts am Schalten, vom vierten in den fünften ruckt es, vom fünften in den sechsten ruckt es auch wie gesagt, und beim Runterschalten genau dasselbe, also wie wenn man eine Motorbremse machen würde. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht liegt es daran, dass das alte Öl sich mit dem neuen jetzt gemischt hat. Vielleicht liegt es auch daran, dass in der Multitronik, die sich hier hinter der Ölwanne verbirgt, dort gibt es diese Ventile, die da drinnen stecken. Ob diese Ventile, da sind so ganz feine Siebe, ob diese Siebe sich zugesetzt haben oder nicht. Keine Ahnung. Ich werde wahrscheinlich das Getriebe hier, also die Ölwanne abnehmen müssen, mir das Ganze mal anschauen müssen, was da los ist. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich die Lust und Muße dazu habe, da rumzufummeln und rumzumachen. Könnt ihr mal in den Kommentaren reinschreiben, ob ihr Lust auf so ein Video hättet oder nicht. Ja, für diesen Augenblick würde ich sagen, war es das zu diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Ansonsten dürft ihr gerne meinen Kanal abonnieren, um keines meiner Videos zu verpassen. Und ja, die anderen Videos zu diesem Audi A8 Projekt D3 verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Und wie man sehen kann, die Schrauben habe ich hier immer noch nicht gewechselt. Das werde ich dann wahrscheinlich im Zuge machen, wenn ich, die Ölwanne abnehmen sollte und schaue, was da mit der Multitronik ist. Ich hoffe mal nicht, dass das ein Getriebeschaden ist. Ja, vielleicht kennt sich der eine oder andere von euch vielleicht gut mit diesen Getrieben aus. Dann würde ich mich freuen. Vielleicht kann mir einer da auch weiterhelfen oder Tipps geben, was das sein kann, dass das Getriebe so ruppig schaltet. Und wie gesagt, ich habe das erste Mal vor einer Woche Öl nachgefüllt und das war auch ein guter Liter. Da hat es wirklich noch butterweich geschalten. Jetzt habe ich 2 Liter nachgefüllt insgesamt mit dem ersten Liter vor einer Woche. Und wie gesagt, das Schaltverhalten wird immer schlimmer, immer ruppiger. Die Übergänge von einem zum anderen Gang. Es ist so, wie als wenn er kurz in die Motorbremse gehen würde, den Gang richtig brachial reinschlägt und dann in die Vorwärtsbewegung geht. Also gesund hört sich das auf gar keinen Fall an. Ja, einen Tag später, nachdem ich eine Probefahrt gemacht habe und das ganze Getriebe eingepudert habe, sieht man bereits schon, ja, hier steht schon wieder das Öl an dem Kabel, das Getriebeöl, und man sieht es auch, vielleicht sieht man die Spratzspuren, das Öl hängt sich hier auf, läuft hier raus, letzten Endes ist die Ölwanne undicht. Ich zeige es euch mal hier, ich versuche mal Schärfe zu ziehen. Hier ist, wie gesagt, die Ölwanne komplett undicht. Und dann trieft das Öl hier runter an dieser Ölwannenkante. Hier seht ihr das, warum ich das auch eingepudert habe. Ich ziehe mal die Schärfe für euch. An dieser Schraube wird es undicht. Ihr seht, das Puder ist komplett weggewaschen. Hier in der Mitte ist noch Puder da. Jetzt habe ich es mit dem Finger weggewischt. Und wie gesagt, hier auch komplett nass. Und das sammelt sich dann hier im tiefsten Punkt, genau an dieser Stelle. Läuft dann hier runter. Durch den Fahrtwind wird es hier rübergezogen. Und spratzt letzten Endes hier
Ich hoffe, man sieht hier überall diese kleinen Punkte. Das sind alles Ölpunkte durch den Fahrtwind und das geht bis nach hinten. Hier sieht man auch überall diese Punkte, die durch den Fahrtwind verteilt werden. Und ja, dann läuft es hier rüber. Hier schaut es dicht aus alles. Das ist die Seite, wo der Rückwärtsgang drin ist. Ihr seht überall der weiße Puder. Aber hier oben sieht man es schon. Es schwitzt. Es schwitzt, es ist nass. Ihr seht, mein Finger ist feucht. Und dann gehen wir noch weiter rüber nach hinten. Wie gesagt, da der Rückwärtsgang. Schärfe mal ziehen. Und ihr seht auch hier, hier glänzt es richtig schön. Zack, da haben wir das Öl. Also eindeutiges Anzeichen dafür, dass die Ölwanddichtung undicht ist. Und ich werde es jetzt so handhaben, dass ich nicht nur die Ölwanddichtung erneuere. Hier sieht man es auch nochmal. Hier überall die Flecken von dem Öl, was dann durch den Fahrtwind nach hinten geschleudert wird. Ich werde es jetzt so machen, dass ich nicht nur die Ölwanddichtung wechsle, sondern auch gleich die Ölwanne mit, weil ich weiß nicht, ob die Ölwanne thermisch irgendwie überbelastet worden ist oder was auch immer, vielleicht jemand aufgesetzt hat oder die verzogen worden ist beim letzten Getriebeölwechsel, falls es jemand gemacht hat, das weiß ich nicht, das werde ich erst sehen, wenn ich das Öl ablasse, welche Qualität das Öl hat. Und deshalb werde ich die Ölwanddichtung auf jeden Fall auch nochmal mit neu erneuern. Ja, sollte euch das Video gefallen haben, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst. Ansonsten dürft ihr meinen Kanal auch gerne abonnieren. Vergesst nicht auf die Glocke zu klicken, damit ihr keines meiner Videos verpasst. Ihr dürft mich natürlich auch gerne mit Werkzeug und allem Möglichen, was euch so einfällt, was man so beim Schrauben braucht, unterstützen. Als kleines Dankeschön eventuell für die hilfreichen Videos, die ich für euch mache. Und ja, ansonsten würde ich sagen, freut euch schon auf das nächste Video, wenn ich auf der Grube bei meinem Bekannten, ja, wie gesagt, die Ölwanne hier austauschen werde, die Multitronic abnehme und euch ein bisschen was zu diesem 6HP19 Getriebe erzähle, wie man die Multitronic sauber macht, worauf man achten muss. Da gibt es Ventile innen drin. Die soll man auf jeden Fall reinigen. Wir schauen uns die Qualität des Öles an. Ich zeige euch, wie man die Qualität des Öles prüfen kann. Auf Ablagerung, Abrieb oder wie man herausfindet, ob das Getriebe so geschunden worden ist über Anhängerbetrieb oder Lasten, Überbeladung des Fahrzeugs, Überbelastung. Wie ihr herausfindet, ob das Öl verbrannt ist oder ob es noch eine gute Konsistenz hat oder nicht. All das im nachfolgenden oder ja, kommenden Video. Bis dahin, euer Chris von BrainX. Ciao.